Heute spielen wir bei Angezockt eines der verrücktesten Wrestling-Spiele, die ihr gesehen habt. Also bleibt dran. Life goes by, you got no time to rest. So, da sind wir in-game und zwar spielen wir Ultimate Muscle Legends vs. New Generation. Ihr glaubt gar nicht, das ist so ein langer Titel und das sieht ziemlich komisch aus. Und ich erzähle euch gleich alles, was ihr dazu wissen solltet. Ich mache halt nur, guck mal, das Intro an. Oder? Ultimate Muscle Legends vs. New Generation. Das Startspiel. Ich finde den so super. Und zwar ist das Spiel 2004, glaube ich, 2003 in Nordamerika, 2002 rausgekommen für den GameCube. Kennt ihr so eine Konsole noch? Und ist von Aki rausgekommen, ne, den Entwicklern von No Mercy und den ganzen anderen Spielen. Und das spielt sich echt super. Aber ich wusste das nicht. Das Spiel basiert auf einem Anime und einem Manga. Und zwar, der heißt im Original Kinnikuman, irgendwie so. Und das ist ursprünglich ein Manga, der wirklich sich um Wrestling dreht, um Wrestling-Turniere und so weiter. Ich habe keine deutsche Übersetzung oder so dazu gefunden, also in Deutschland null bekannt. Ist auch dementsprechend nicht in Europa rausgekommen, das Spiel. Und das ist wirklich Fast-Paced Action, also mit Wrestling-Aktion. Ich werde das Ganze gleich einfach mal sehen. Wir spielen einfach mal eine Runde. Ist ziemlich interessant. Glaubt mal gar nicht. Wir haben so einige Modi. Wir können den Wrestler selbst erstellen. Es gibt Turniermodus versus Story Options. Ich habe, glaube ich, auf einfach gestellt, damit ich hier erstmal klarkomme. Und es fühlt sich halt, oder es sieht halt erstmal so aus wie so ein typischer Street Fighter-Klon oder so. Wir machen einfach mal jetzt mal so ein Versus und dann werde ich erstmal sehen, wie ich ablose. Und ich versuche ja immer bei Angezockt euch immer Spiele zu zeigen, die ihr sonst so noch nie gesehen habt, beziehungsweise selten gesehen habt. Und das fand ich relativ interessant. Wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, dann könnt ihr natürlich einfach gerne meinen Kanal abonnieren, beziehungsweise diesem Video einen Daumen hoch geben, würde mich sehr freuen. Wir machen normales One-on-One ohne Assistant. So, das ist der Außerbildschirm, erinnert ja ein bisschen an ja, der typische Beat'em-up-Fight. Und hier gibt es zwei Leute, das sind so Möchtegern-Nazis hier. Brocken Junior und Jäger, ich glaub, oder Jäger oder wie auch immer. Und im Story-Modus sprechen die echt so wie ein schlechter Arnold Schwarzenegger-Verschnitt. Und dann hab ich Bock und so, ne? In dem Sinne. Sehr interessant und deswegen würde ich einfach mal sagen, nehme ich einfach mal den Brocken Junior. Ach, schön. Und also er hat comichaft gehalten, dementsprechend Anime und Manga Zeichenstil. Und unser Gegner ist einfach Buffalo Man. Wie gesagt, die Serie, das Spiel basiert auf dieser komischen Serie. Ihr könnt ihr einfach mal bei YouTube ein bisschen suchen. Und dann können wir einfach mal loslegen. Die Steuerung ist relativ okay, wie ich finde. Wir können uns gleich einfach mal angucken, wie das aussieht. Wir machen Startmatch, alles random, ist mir egal. Oh Mann, Freunde. So, und dann gucken wir mal. Ihr seht schon, ich habe mich auf dem Wikipedia, im Kinnikuman Wikipedia ein bisschen eingelesen und das ist wirklich irgendwie ein Nazi-Sohn oder so, dieser Brocken Junior. Der heißt irgendwie aber in der Anime-Serie ein bisschen anders. Und dann gucken wir einfach mal. Dann zeige ich euch mal in den Controls, wie das aussieht. Command-List, also mit der Analogstick. Achso, ich habe an einem anderen Controller-Einstellung. Ich habe C-Type genommen, weil da Blocken mit einem rechten Trigger ist. Ansonsten ist Blocken mit der B-Taste und das nicht so ganz meins, deswegen bleibe ich hierbei. Seht ihr es also nochmal Standardbelegung, attackieren mit A, greifen mit B, Content mit R, laufen oder dashen ist mit der X-Taste, jumpen mit Y, Special mit L und Level 3 mit Right. Wird sehr interessant, werdet ihr gleich sehen. Könnt ihr euch mal holen, Kauflink in der Videobeschreibung, wenn ihr noch einen GameCube bei euch zu Hause habt. So, also ich bin der Brock Junior und hier gibt es wirklich Grappling-Aktionen und manchmal sagen die auch wirklich wie so Pokémon ihre Aktion nebenbei an, vor allem bei den Special Moves und so. So, wir sind in Level 1 und dementsprechend können wir gleich eine Level 1 Aktion ausführen. So, machen wir und zwar jetzt. Das sieht man immer, wenn die Kombinatoren eingeblendet werden, wird einem gezeigt. So, warte mal, so durchspringen kann ich auch. Also ihr seht, das ist eine Mischung aus einem Street Fighter Klon. Wer ist denn der Genre von Street Fighter? Heißt das Beat'em Up? Heißt irgendwie anders, ne? 2D Fighter oder so. Und im wirklich Wrestling Game finde ich ziemlich lustig. Und dementsprechend ist auch die Geschwindigkeit. Man haut meistens eher auf die Buttons drauf. Content finde ich ein bisschen schwer hier. Muss ich eigentlich deutlich sagen. So, und es gibt auch die ganze Command-Liste, deshalb für die Beat'em Up auch relativ. Oh, jetzt hör doch mal auf hier. Relativ typisch. Reicht ja mal langsam. So, Scoop Slam? Nein. Schöner Follow Slam. Hier, besser. Von Mark Henry Ding nochmal. Oh, ich vergesse es immer. Ich kann nur Button. Alter.
Und ich glaube, ich finde das Spiel super. Jetzt habe ich ein Special mit Level 3. Hier gibt es keinen Pin oder so. Ist alles mit KO. Dementsprechend, wie gesagt, typisch Dingsfighter. Ich versuche nebenbei zu kommen. Ich bin direkt das gemacht. Weiß ich gar nicht. Warte mal, ich möchte hier einen Grapple zeigen. Wunderbar! Nice, so Special Aktion. Jawohl! Mal sehen, was sein Special Move ist. Bitte. Red Rain of Pain, die ganze Nazi-Anspielung, immer wieder gut. Hat nur der rechte Arm nach oben gefehlt, ne? So, die K.O.-Anzeige oder die Gesundheitsanzeige muss halt runter sein und dementsprechend hat man dann gewonnen. Und dann war es dann auch schon. So, Alter, das mit den Springer-Aktionen muss ich echt noch üben. Man kann leider nicht rausgehen. Und es gibt auch Tag-Team-Matches. Die funktionieren ein bisschen komisch. Und Fatal 4-Way-Matches. Bitte noch. Also, come on. Der Buffalo-Man, ne, der macht mich ganz schön fertig, muss ich sagen. So, ich kann euch hier meine Special-Aktion zeigen. Ich habe auch noch gar nicht mein Level-2-Grapple gezeigt. Jetzt zeige ich das nochmal in der Command-List. Man hat dann hier bei den Special-Aktionen hat man immer linken Trigger. Mit der A-Taste, bei Level 2 liegt Trigger und B-Taste und so weiter. Und die Aktionen sind alle gut benannt. Also wenn man genau wissen möchte, welche Aktion man ausführen kann, ihr seht das ja alles hier, dann kann man einfach nachgucken in der Command-Liste. Ich finde es ziemlich cooles Spiel. Hätte ich gedacht, dass es so viel Spaß macht. Und ich glaube, so ohne Party von Wrestling Games, von Wrestling Gamers, würde sich echt gut anbieten. So. Weil da kann auch jeder einfach mal gewinnen, wenn er ein bisschen drauf haut. Ne? Und die Steuerung ist auch nicht schwer zu verstehen. Plus Content habe ich Probleme. Und manchmal werden noch so Items reingeworfen. Ich verstehe aber noch nicht ganz, wie die funktionieren, ob man die einfach einsammelt und dann hat man die oder so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ich glaube, das war sein Special. Oh mein Gott! Hurricane Cross Slam. Aha. Level 3, aber ich kann auch wieder Special Move machen. Fuck! Jetzt hat er, glaube ich, Comeback. Hat er. Nein! Macht er jetzt den nochmal? Fuck, ich glaube, ich habe verloren. Bin ich jetzt KO? Mal sehen. Oh nö. Er lief doch so gut! Komm hoch! Verdammt noch nicht, warte. Cool, alle, passt auf. Man bekommt auch was für Momente, wenn man Aktion abbekommt. Oh! Wir haben K.O. gehauen. Ich wollte noch mal Special Move zeigen, Leute. Come on! Ich habe einfach nur K.O. gehauen. Ah. Oh, warte, die Kommentare sind auch super. Ja, und wie ich das mitbekommen habe, hat jeder Charakter. Also, die haben alle ihre eigenen Voice-Overs in dem Story-Modus. Ich habe die nicht lange eingespielt, bis 1, 2, 3 Matches. Matches nacheinander und wir über die Charaktere sprechen halt vor den Arenen miteinander. Und wir haben alle eigene Voice-Overs, wie aus der Serie, glaube ich. Und dementsprechend finde ich das vom Prinzip her ziemlich cool. Ihr könnt einfach mal eure Meinung zu dem Spiel in die Kommentare schreiben. Soll ich das vielleicht mal let's playen? Das würde mich interessieren. Da gibt es ja hier einen Story-Modus und so. Und dann kann man die Schwierigkeit hochstellen. Und wie ich das richtig gelesen habe, es gibt einige. Moment, beim Versus-Modus, wo war der hier? Kann man bei Recruit. Moment. Machen wir mal One-on-One. Da gab es irgendwie Wrestlers, die von Leuten erstellt wurden, die irgendwie gewonnen haben bei den Preisausschreiben bei irgendeinem Magazin in Japan. Und dann sind diese Leute hier, die ihr gerade in dieser Liste seht, erstellt worden und die sind jetzt mit im Spiel dabei. Ziemlich cool, ne? Wie zum Beispiel Mr. French. Ah ja, klingt alles ziemlich nice. Man kann auch ein CPU-Match angucken. Machen wir doch einfach mal. Können wir einfach mal angucken, wie das denn aussehen würde. Machen wir random. So, die links, die Charaktere, das sind diese Hauptcharaktere von der Serie, wenn ich richtig überblickt habe. So, ich mache nochmal kurz ein random Match an, damit ihr seht, wie das aussieht. Kid Muscle! Hier, das ist der Kinnikuman oder wie er heißt. Wie gesagt, in Deutschland kam das anscheinend überhaupt nicht an, diese Serie und so. Hätte ich wahrscheinlich richtig abgefeiert damals. So. Alles klar, Start Match. Dann hauen wir hinter. Genau. Geil. So. Und dann würde ich mal sagen, Fazit vom Spiel ist, es ist relativ spaßig, ist super für zwischendurch, für Partys, ne? Für Unzock-Partys und so. Und man merkt, dass die Aki-Entwickler dahinter stecken und dementsprechend ist es auch spaßig gemacht, sehr intuitiv von der Steuerung her. Und ich kann es jedem empfehlen. Ich weiß nicht, wie teuer es ist. Oh, schöner Pile-Driver. Und wie gesagt, mit Wrestling-Aktionen ist es gespickt und bei den Special Moves sind dann ein paar unrealistischere Moves vorhanden. Gut, Freunde. Dann würde ich sagen, das soll es auch schon wieder gewesen sein von dieser Angezockt-Session. Wie gesagt, schreibt mir eure Meinung zum Spiel einfach mal in die Kommentare. Ich muss ja nicht sofort Let's Playen, aber damit ich wenigstens weiß, oh, nice, ne, was hier für Aktionen mit bei sind. Ja, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Nicht vergessen, den Video einen Daumen hoch zu geben, wenn ihr mehr von solchen Angezockt-Sessions sehen wollt.
Jeden Samstag kommen die WWE2K16 News, sonntags kommen coole Einspieler hoffentlich, montags kommen dann die angezockte Session, wenn alles nach Plan verläuft. Ich muss erstmal sehen, wie diese Videos bei euch ankommen. Ne? Bis dann, wünsche euch einen angenehmen Resttag, euer Fans, euer Sack, bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.